Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Jahresrückblick 2021. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem dritten Teil, das auch der letzte sein wird von diesem Jahresrückblick. Ich hoffe, auch dieser Teil wird euch wieder gefallen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus Würzburg-Zell. Wir schreiben den 19.07.2021. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und das sieht nach einer SETG aus.
war ja mal was Geiles. 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Jo. Schauen wir. Der Deutschland ICE. Danke dem TF und schöne Grüße zurück. Über einer Stunde Güterzugflaute, der erste Güterzug.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns am Bahnhof Lohr am Main und schreiben den 21.07.2021. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Eine schöne Lok hatten wir jetzt schon für den Anfang und mal schauen, was noch so vorbeikommt. Viel Spaß! Ja, das war die Rhein-Cargo. Wenn wir groß sind, werden wir Lokführer, Führerin. Rhein-Cargo. Die habe ich noch nie gesehen. Und da hatten wir wieder eine LTE Vectron. Noch eine tolle Lok am heutigen Abend, die Berliner.
So, liebe Eisenbahnfreunde, so wie sich das Jahr 2021 jetzt dem Ende zuneigt, so neigt sich auch der dritte Teil meines Jahresrückblicks 2021 dem Ende entgegen. Ich hoffe, euch haben die drei Teile gefallen und auch dieser jetzige, der dritte Teil. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Empfehlt meinen Kanal weiter. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Somit verbleibe ich, euer Andreas L. vom Kanal BR-110-AL. Stahl auf Stahl, danke dem TF und schöne Grüße zurück. Class 66 Richtung Donauwörth. Man denkt, es kommt nichts mehr, dann kommt TX Logistik daher. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.